Lara, Marion, Michael, Viktor, Anja, Katrin, Marc, Ina, Jan, Caro, Ricardo. Vielen Dank für eure Fragen, die uns über podcast@laufcampus.com erreicht haben und die Franzi und ich bestmöglich beantwortet haben. Sollte ich deinen Namen jetzt nicht aufgezählt haben, bleib trotzdem dran, denn es wird wirklich spannend. Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Butz. Hey Andreas, schon wieder eine Woche vergangen und es wird wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Schön, dich zu sehen. Franzi, schön, dich zu sehen. Und ich hoffe, das bleibt noch ganz, ganz lange so, dass wir uns immer aufeinander freuen. Ja, das gehe ich mal aus, ne? Und ich hoffe auch, dass sich die Hörerinnen und Hörer weiterhin auf uns freuen und auf den ganzen Input, den sie dann in der Folge bekommen werden. Da muss ich dir noch erzählen, ein Personal Coaching-Kunde von mir, also der kennt, also nochmal, der wird ja wirklich direkt betreut und der weiß so viel, aber der ist immer voll des Lobes für unseren Podcast, auch weil er so viel Persönliches über uns erfährt. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir alles so Persönliches verraten, aber er hat auch explizit dich erwähnt und findet das so ganz toll. Also erzähl weiterhin ganz viel Persönliches aus deinem Leben, ne? Die Hörer lieben es. Genau. Ja, zum Thema Persönliches habe ich schon gleich eine Frage an dich. Du hattest ja erzählt, dass du mit Jonas Deichmann ein Stück laufen willst bei seiner Challenge sozusagen. Und das hast du jetzt ja gemacht. Wie weit bist du gelaufen und wie lief das Ganze ab? Vielleicht kannst du ja mal erzählen. Ja, unbedingt. Vielen Dank für diese Frage, weil ich bin noch irgendwie so ein bisschen berauscht von diesem Erlebnis. Und ja, ein Stück mitgelaufen, könnte man so sagen. Jonas würde sagen, ich habe ein Läufchen mit ihm gemacht. Also ich bin tatsächlich die Marathondistanz mit ihm gelaufen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bei diesem Anlass habe ich ihn übrigens auch aufgenommen. Ja, es ist ein Video darüber entstanden, also mit so einigen Filmimpressionen, vor allen Dingen aber mit so 20 Minuten Interviewfragen, wo ich ihn die Dinge gefragt habe, die mich persönlich interessieren und möglicherweise auch die Marathon-Community oder die Marathon-Podcast-Community. Werde ich auf jeden Fall hier verlinken. Ist ein schöner Film, ein schönes Interview auf YouTube, aber das war, glaube ich, gar nicht deine Frage. Ne? Du wolltest wissen, wie es war, ne? Genau. Ja, also Jonas Deichmann, ja, viele werden ihn noch nicht kennen, auch wenn ihn schon viele kennen. Ja, also der hat auf jeden Fall mehr Follower als wir zwei zusammen. Das stimmt. Aber was bei mir nicht so die große Kunst ist, aber dann nehmen wir Joyce auch noch dazu, auch also auf jeden Fall mehr als wir alle zusammen, weil er schon sehr umtriebig ist seit vielen Jahren. Der hat einen ganz besonderen Beruf und zwar Abenteurer. Ja, das ist auch cool, ja, Abenteurer. Und das macht er schon, das ist nicht sein gelernter Beruf. Ich glaube, er kommt ursprünglich aus dem Vertrieb heraus, aber hat dann früh schon entdeckt, dass er besondere Talente hat und ist dann oft schon in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und hat Radrekorde aufgestellt und viele Dinge, die ich noch nicht so mitbekommen habe. Das Spektakulärste, was ich mitbekommen habe, ist, dass er diesen Triathlon rund um die Welt gemacht hat. Also der hat eine Weltumrundung gemacht und ist viel Rad gefahren, irgendwann mal durch die Adria geschwommen und ganz viel gelaufen, zum Beispiel durch Mexiko. Und daraus ist auch ein schönes Buch entstanden. Auf jeden Fall hat er ganz unfassbare Dinge erlebt. Gibt es viele Unterlagen dazu, zum Beispiel bei YouTube, und er hat auch einige Bücher geschrieben. Ja, und das Verrückteste aus meiner Sicht, nein, Verrückteste kann man nicht sagen, aber das Extremste aus meiner Sicht, das läuft gerade noch, wo wir das auch aufzeichnen, in Rot, in Mittelfranken, unweit von Nürnberg entfernt. Und zwar macht er dort täglich, und zwar 120 Tage lang, einen Langdistanz-Triathlon.
Ja, also Langdistanz-Triathlon, für die meisten bekannt ist das jetzt als die Ironman-Distanz. Ja, genau. Ja, Ironman ist quasi das Original, daher kam das. Und unter anderem war es dort, wo heute der Challenge rot ist, die waren auch schon mal Ironman-Lizenznehmer und haben das, glaube ich, bis Ende der 90er, Anfang der 2000er gemacht, bevor sie dann sich entschieden haben, eine eigene Marke aufzubauen, eben diese Challenge Rot. Und diese Langdistanz oder Ironman-Distanz heißt 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und dann ein Marathon oder wie Jonas sagen würde, ein Läufchen. Und das halt 120 Mal hintereinander. Kann man machen, ne? Ja, genau. Stell dir mal vor, du hast auch schon mal die Challenge rot gemacht, ne? Zweimal. Vor einigen Jahren. Und jetzt stell dir mal vor, das Ganze 120 Mal. Das ist für jemanden wie mich, der jetzt in Anführungsstrichen nur Marathon läuft, ist die Challenge rot schon unvorstellbar. Und dann das 120 Mal. Ja, ich habe gedacht, 97, da war es noch Quelle Ironman, Quelle Ironman war das und da habe ich gesagt, geiles Erlebnis, das nächste Mal in 10 Jahren und so habe ich es auch gemacht, da war es dann Challenge Rot, heute ist es, glaube ich, DATEV Challenge Rot. Genau, das ist unter der Sponsor. So, und Jonas Deichmann, die verrückte Nudel, hat gesagt, ich mache daraus Challenge 120 Rot und ist dann irgendwann, ich glaube im Mai, gestartet. Und nach 60 Tagen plant er eben bei dem offiziellen Event teilzunehmen und danach nochmal 60 Tage zu machen, jeden Tag einen Triathlon. Ja, das ist unfassbar. So 12, 13 Stunden ist er dann aktiv unterwegs. Er macht zwischendurch Pause, weil ich weiß zwar nicht warum, aber er muss zwischendurch auch noch essen und trinken. Wahrscheinlich auch mal auf den Lokus gehen, so viel wie der isst und trinkt. Und das ist etwas Verrücktes. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann und etwas, wo ich denke, das ist die größte Ausdauersportleistung, die Welt jeweils gesehen hat und aktuell sieht in Rot. Und das Coole ist, er dokumentiert vieles. Auf Instagram und auf YouTube und man kann ihm folgen, auch zu Fuß. Und das habe ich gemacht, ja, und das war richtig cool, ja. Und am Anfang war es eben so, dass, soll ich weiter erzählen oder willst du Zwischenfragen stellen? Nee, erzähl auf jeden Fall mal weiter, also ich finde es ja schon interessant. Ja, falls irgendwelche Fragen kommen, werde ich sie dann stellen. Ja, gerne. Unsere Folge heißt ja auch Fragen der Community. Genau. In diesem Fall bist du ja auch die Community, daher Community. Passt es ja, ne? Genau. Also wir wollten unbedingt mit ihm laufen und deswegen sind wir rechtzeitig angereist zum Festplatz in Rot. Wir, das heißt Gisela und ich, und Gisela hat mich oder uns mit dem Rad begleitet und dann sind wir rechtzeitig angereist und irgendwann kam dann der Tross, also tatsächlich Tag für Tag werden es da mehr und am Wochenende ganz besonders. Viele Radfahrer begleiten ihn, viele Schwimmer morgens und dann eben auch ein paar Läufer. Und irgendwann kam eben dieser Radfahrtross und dann haben wir uns das, was wir uns sonst im Video anschauen, auf den sozialen Kanälen, was da mal erlebt, ja, wie die dann kommen und jeder verschwindet dann irgendwie wieder, Jonas grüßt alle und verschwindet dann auch und um dann sich zu stärken, umzuziehen und was weiß ich was. Und das kann dann eben schon mal ein halbes Stündchen dauern, ich weiß nicht wie lang, aber man tauscht sich dann aus und jeder fragt, warum und weshalb ist er und sie denn da? Und auch dazu habe ich einige Aufnahmen gedreht, das war ganz nett und irgendwann ist es dann halt losgegangen und über 30 Leute sind dann mit ihnen am Festplatz gestartet. Ich weiß nicht, wie viele davon dann am Schluss auch den Marathon gelaufen sind. Also im Summe waren es dann mal so 70, 80 Ach, Läufer, Wahnsinn. Ja, die um ihn herum getrabt sind. Ja, das ist schon eine ganz coole Geschichte. Und übrigens von den ersten 35, 40, und das finde ich eine ganz beachtliche Quote, haben mich zwei angesprochen. Bist du der Andreas vom Marathon-Podcast? Ja, also das jetzt mal, also 5% aller Teilnehmer da bei diesem Lauf haben mich angesprochen, ja, und soll ich übrigens schöne Grüße ausrichten. Ja, also das passiert uns ja schon mal häufiger, aber da hat es mich natürlich auch gefreut.
und ja, höre ich immer und so weiter. Ja, und auf jeden Fall sind wir dann eben an die Lände gelaufen, an den Kanal gelaufen, sind die 35 Kilometer gelaufen, die 42,2 Kilometer gelaufen. Ich habe direkt Jonas am Anfang gefragt, hey Jonas, wie sieht es aus? Du Chef im Ring, wann sollen wir das Interview machen? Ich hatte das natürlich vorher angekündigt und per E-Mail mir die Bestätigung geholt. Sein Vater kommuniziert da sehr viel mit den entsprechenden Anfragern. Und dann hat er gesagt, ja, so bei 18, 18,5, dann sind wir bei einem Wendepunkt und dann machen wir das. Ja. Und dann wusste ich Bescheid, er hatte Ruhe vor mir. Mhm. Und ja, und dann, also irgendwie, als wir bei 18, 18,5 waren, interessanterweise ist er dann auf mich zugekommen, ja, jetzt können wir das machen. Ne? Und tatsächlich haben wir dann ein Interview geführt und ich habe dann irgendwie ihn befragt, nicht nur zu seinem Ultraschlappschritt, was jetzt das wenigste Interessanteste ist, sondern vor allen Dingen über seine Motivation, die mentale Einstellung, über sein Training, über Dinge, die ihn bewegen. Und das, denke ich mal, kann man sich mal anhören. Und auch für Gisela war das ein tolles Erlebnis, da in dem Trost zu sein, weil du redest da mit jedem, du lernst das ganze Teilnehmerfeld kennen, plauderst, tauscht dich aus und die meisten Leute sind irgendwie sowas wie kleine Fans. Und ich muss sagen, dazu gehören Gisela und ich jetzt auch. Ja? Also wir sind Groupies von Jonas. Ne? Ja, ich finde es aber cool, da mitzulaufen, zu supporten. Man muss ja noch nicht mal den Marathon jetzt mitlaufen. Reicht nur 10 Kilometer oder 20, je nachdem, wie viel man möchte. Aber man lernt ja auch andere Leute kennen, weil klar, man kann jetzt ja nicht die ganze Zeit neben Jonas laufen und sich 4 Stunden oder wie lange er läuft mit ihm unterhalten. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Leute, mit denen man sich austauschen kann. Und das finde ich halt immer richtig schön. Also bei solchen Events, das war wie bei deiner Deutschland-Umrundung auch, wenn da andere Leute dabei waren und so. Und also ja, da musste ich halt sofort wieder dran denken. Das war ja auch immer richtig schön. Ja, vielleicht machen wir da irgendwann auch mal so eine kleine Folge raus. Ne? Wir haben das ja auch großenteils zusammen erlebt. Und ja, vielleicht ergibt es sich ja mal. Ne? Genau. Aber was du auf jeden Fall machen kannst, Franzi, ist, du bist ja häufiger in Nürnberg. Dann, fahr doch mal los Richtung... Ja. Richtung Rot und vielleicht guckst du dir das ganze Spiel mal an oder... Ja gut, oder Lauf hat man ein Stück mit. Also ich hatte tatsächlich, ehrlich gesagt, mal drüber nachgedacht, nur bisher hatte ich einfach keine Zeit. Aber jetzt ist ja ein bisschen ruhiger dann irgendwann im Sommer, da sind ja nicht so viele Events und er ist ja noch ein Weilchen unterwegs und deswegen könnte ich ja mal drüber nachdenken, ob das dann klappt. Ja, auf jeden Fall war es ein geiles Erlebnis. Geil war es, wie der Jonas sagt. Und vielleicht laufe ich auch irgendwann nochmal mit. Auf jeden Fall, ihr Lieben, vielen Dank für die Frage, Franzi. Schaut euch diesen Film an auf YouTube. Ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Aber jetzt geht's nicht um die Fragen von Franzi, sondern die Fragen, die Franzi erreicht hat über die E-Mail-Adresse podcast@laufcampus.com. Ihr könnt gespannt sein. Ja, Andreas, ich würde sagen, lass uns direkt mit den Fragen der Hörer reinstarten. Und ich habe mir das Thema Mittelfußlaufen ausgesucht. Da kamen doch einige Fragen rein. Aha. Und eine, die ich besonders interessant fand, war die von Lara. Und sie ist ein bisschen länger, deswegen würde ich sie jetzt einfach mal vortragen. Und zwar schreibt die Lara, ich trainiere seit circa einem halben Jahr nach Trainingsplan und laufe vermehrt. Mein Ziel ist der erste Marathon in Berlin. So, und seit ca. 2 Monaten versuche ich auf Mittelfußlaufen umzustellen, denn ich bin ein typischer Fersenläufer und tue mich eher schwer, so wie Sie, Frau Dietz. Frau Dietz. Witzig, dass die Leute mich siezen. Hallo Lara, aber, das ist die Franzi. Ja, genau, aber Lara, ich muss sagen, es fällt mir auch schwer, also da hast du schon recht. Ja. Ja, dann schreibt sie, seit kurzer Zeit tun mir nur meine Außensehnen, vor allem am linken Fuß weh. Ja. Am linken Fuß hatte sie wohl mal die Bänder gerissen, kurze Zeit danach am rechten Fuß. Und seitdem hat sie halt damit ständig Probleme, da der eine Fuß noch nicht ausgeheilt war, als der rechte dann auch angefangen hat. So, und jetzt schreibt sie, glaubt ihr, dass meine schlechte Lauftechnik bei den zu vielen Läufen die Schmerzen ausmachen oder auch zu lange mit der Mittelfußlauftechnik? Bisher habe ich Schuhe von Brooks an mit sehr viel Sprengung und für die neue Lauftechnik neue Newtons. Die ziehe ich vor allem für Lauf-ABC und ein paar Intervalle an, aber danach tut mir mein Fuß wieder weh. Währenddessen fühlt sich der Körper und der Lauf sehr viel besser an. Was soll ich eurer Meinung nach jetzt machen? Eventuell würde ich mal Sporteinlagen als Unterstützung probieren. Also ich glaube, dass Lara da nicht ein Einzelfall ist. Ich meine, mit ihren Füßen und so weiter ist jetzt vielleicht ein bisschen speziell, aber ich habe auch öfter von Leuten gehört, die halt sagen,
sie fangen an, auf Mittelfuß umzustellen, auf einmal tut ihnen irgendwie alles weh. Also deswegen, was sagst du denn zu der Frage? Die ist jetzt schon sehr umfangreich. Lara, erstmal vielen Dank für diese Frage. Ich sage jetzt mal erstmal, was wir uns in Zukunft auch wünschen, ist präzise Fragen. Auf der anderen Seite bitte künftig nicht mehr so lang, weil das ist ganz schön viel. Aber in diesem Fall liebe ich's. Ich habe die Frage vorher auch schon gelesen, weil Franzi hat gesagt, guck mal hier, was ich so hab. Und dann habe ich gedacht, das müssen wir unbedingt als Beispiel nehmen, weil da steckt so viel drin, was wir besprechen können, was miteinander in Zusammenhang steht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, Lara, dass diese Themen, die dich bewegen, auch viele andere der Running Community bewegt. Und ich glaube, wir werden ein paar Fehler herausfinden. Und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und wenn du diese Fehler in Zukunft vermeidest und das ist wirklich ganz entscheidend, dann wirst du keine Probleme mehr haben. Also wenn es nicht irgendwelche orthopädischen Probleme sind, die eine Sache nicht des Trainers, sondern des Arztes oder des Physiotherapeuten sind. Also das jetzt natürlich vorausgeschickt. Also ich fange damit mal an. Du trainierst seit einem halben Jahr nach Trainingsplan. Okay, ich hoffe, es ist ein guter und du läufst vermehrt. Ist auch sehr gut. Mein Ziel ist der erste Berlin-Marathon, schreibst du. Der erste Marathon. Das müssen wir einfach nochmal, das ist der erste Marathon. Ja, und dann schreibst du, seit 2 Monaten versuchst du auf Mittelfußlaufen umzustellen, so, weil du ein Fersenläufer bist. So, und da ist schon ein Riesenproblem. Ja, das ist schon der erste Fehler. Also, was möchtest du? Möchtest du den Berlin-Marathon laufen oder möchtest du deinen Laufstil umstellen? Beides wird in dieser kurzen Zeit nicht gelingen und wird sehr wahrscheinlich zu Überbelastungssymptomen führen. Es ist der erste Marathon. Das ist an sich schon eine ganz große Herausforderung. Und dann schreibst du auch, du läufst seit circa einem halben Jahr nach Trainingsplan und vermehrt. Das heißt, möglicherweise hast du in kurzer Zeit deine Umfänge gesteigert. Und darauf muss sich der Körper erstmal anpassen. Und dann schreibst du ja später, dass du eine Fersenläuferin bist, wie es so viele sind, leider Gottes, Fersenläuferin. Das heißt, alles, was du bisher erreicht hast muskuläre Anpassung, ist eine muskuläre Anpassung eines Fersenläufers. Sehr wahrscheinlich kannst du jetzt schon Halbmarathon laufen oder länger als Fersenläufer. Und dann kommst du auf die Idee, und das ist der Fehler, in der unmittelbaren Berlin-Marathon-Vorbereitung jetzt zu sagen, jetzt stelle ich auch noch den Laufstil um. Und dann musst du einfach wissen, Lara, du bist vom Typus her jetzt, also ich nehme es jetzt einfach mal an, Halbmarathonläuferin und als Fersenläuferin, und dann fängst du mit dem Mittelfußlaufen an und die Muskeln, die du dafür brauchst, insbesondere die Fußmuskeln und die Wadenmuskeln, die sind absolute Anfänger. Die sind bisher nicht trainiert worden, gerade mal beim Spazieren. Aber die können das einfach nicht schaffen. Die können nicht mithalten mit dem Rest deines Körpers. Mit deiner Kondition können die nicht mithalten. Also mach diesen Quatsch nicht. Also nochmal, Lara, ich bin dankbar für diese Frage, weil ich glaube, diesen Fehler machen einige, indem sie zu viel wollen. Die hören möglicherweise die Podcast-Folge auf dem Weg zum Urlaub hin und auf dem Weg zurück. So alle Podcast-Folgen, dann sagen sie, das mache ich auch noch Krafttraining. Nein, ich übertreibe jetzt. Aber Konditionsaufbau für den ersten Marathon und gleichzeitig Umstellung, das ist jetzt in dieser kurzen Zeit, wir sind jetzt quasi, ich weiß es, jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, sind wir ungefähr noch 3, 3,5 Monate vor dem Berlin-Marathon. Das reicht nicht mehr. Das reicht nicht mehr, um die Füße entsprechend vorzubereiten. Also mach das nicht. Also ich würde vorschlagen, wenn du schmerzfrei bist, entspann dich, mach deinen alten Laufstil weiter oder mach wenigstens ein paar der grundlegenden Übungen, die ich dir gleich erzähle, aber habe nicht den Anspruch, in Berlin Mittelfußlaufen durchzulaufen. Ja? Siehst du auch so, Franzi, ne? Das macht irgendwie, du hast ja auch dir eine Zeit lang gegeben, umzustellen, ne?
Naja, also. Ja, gut, bei dir war es. Ich bin ja auch noch nicht fertig. Aber ich erzähl du erstmal, dann kann ich genau, meine bei dir war es ja auch eine Sondergeschichte, weil du ja schon starke Füße hast durch die alltägliche Praxis, eben durch diese, durch puristische Schuhe. Aber es kommt hier noch was weiteres. Dann sagst du, dir tun die Sehnen weh. Und du hast im linken Fuß irgendwie Bänder gerissen, kurze danach am rechten. Und seitdem tut der rechte linke Fuß weh. Und der noch nicht ausgeheilt war, als der rechte kaputt war und so weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist der nächste Fehler. Das ist der nächste Fehler. Lara, Schmerzen sind Warnsignale des Körpers. Und die sprechen eigentlich unsere Birne an. Und die soll dann mal kurz innehalten und nachdenken. Was heißt das, dass ich Schmerzen habe? Es gibt ganz, ganz, ganz wenige Schmerzen. Da kann man drüber hinweglaufen. Das sind zum Beispiel so typische Anlaufschmerzen, wenn man eine Arthrose im Knie hat. Weil das wird tatsächlich, dieser Schmerz wird weniger durch Bewegung, durch eben die Gelenkflüssigkeit, die gebildet wird. Aber viele, viele Dinge außer Arthrose fallen mir nicht ein. Aber wie gesagt, ich bin auch Trainer, kein Orthopäde und kein Mediziner, der da halt ständig was mit zu tun hat. Was ich aber weiß, und das ist, das muss für uns alle gelten, ist, und das ist gesunder Menschenverstand, ist, Schmerzen sind Warnsignale, und dann zu sagen, ich mache trotzdem weiter, ist falsch. Dann möglicherweise in eine Schonhaltung zu fallen, das merkt man gar nicht so bewusst. Ja, also man läuft, will den linken oder den rechten Fuß irgendwie schonen, und dann kann das Auswirkungen eben, weil man ja unrund läuft, auf das andere Bein haben. Also wir nehmen das Beispiel, wir schonen den linken Fuß, belasten mehr den rechten, der dafür anders, weil der muss ja arbeiten, dann kann es sein, dass sich die Schmerzen vermehren, und zwar auf beide Seiten. Macht man nicht, auf keinen Fall. Und jetzt kommt eine ganz unbequeme Empfehlung an dich. Aber ich meine die so. Es ist dein erster Marathon. Vielleicht willst du den genießen. Vielleicht willst du den mit Freude erleben. Vielleicht hast du schon mal drüber nachgedacht, den ausfallen zu lassen und zu verschieben. Ja, wenn du sagst, nee, das kommt auf keinen Fall in Frage, es ist der 50. Berlin-Marathon das geht nicht, und da habe ich allen erzählt und ich habe auch schon ein Zimmer gebucht und so weiter. Alles verständlich, ständig, aber möglicherweise nicht die klügste Entscheidung. Ja, denn nach dem 50. Berlin-Marathon kommt der 51. Berlin-Marathon, und nach dem Berlin-Marathon kommt 6 Wochen später der Frankfurt-Marathon, und vielleicht, oder 5 Wochen später, vielleicht ist der vom Timing her besser und die Schmerzen sind weg. Jedenfalls heißt es jetzt, Handbremse ziehen und neu anfangen. Und da komme ich jetzt gleich nochmal drauf zu. Aber ich mache einfach mal weiter. Ja, weil du schreibst ja, kann das an der schlechten Lauftechnik liegen oder an der Mittelfußlauftechnik und so weiter. Ich glaube, du hast dich einfach ganz viel überbelastet und wolltest einfach zu viel. Ja, also wo alles genau liegt, wissen wir nicht. Bitte, Franzi. Ja, man weiß jetzt ja auch nicht, oder wir wissen es jetzt nicht, auf welchem Trainingsstand sie ist. Ja. Weil wenn sie jetzt irgendwie vielleicht schon immer mit den Kumpels 30 Kilometer öfter mal gejoggt ist und jetzt sagt, oh, ich habe ja Lust, mich für einen Marathon anzumelden, ist es halt eine komplett andere Ausgangslage, als wenn einer bei null anfängt und sagt so, hey, ich kann jetzt 20 Kilometer joggen und möchte jetzt in 3 Monaten den Marathon laufen. Ja. Also Lara, da ist halt so das Ding, die Empfehlung, das jetzt ausfallen zu lassen, ja, keine Ahnung, wenn du halt schon voll oft so 36 Kilometer gejoggt bist, dann wirst du vielleicht auch 42 schaffen, aber wenn du halt noch nie 20 gelaufen bist, dann ist es halt ein ganz anderer Ausgangspunkt. Ja, und wenn du diese 20 oder die 36 mit Schmerzen gelaufen bist, ist es auch doof, dann heißt es in beiden Fällen, mach das nicht, weil es gibt nicht wenige Läufer, die haben einmal so einen Marathon geschafft und sind danach nie wieder weil es einfach so schrecklich war und so wehgetan hat. Ja, genau. Genau, also würde ich mal drüber nachdenken. Und jetzt nochmal zu dem Mittelfußlauf-Ding. Das ist einfach Zeit, die man benötigt. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass man das irgendwie umstellt. Und nur wenn man jetzt vielleicht 10 Kilometer gut damit laufen kann, heißt das nicht, dass man damit einen Marathon so schafft. Den würde ich jetzt auch nicht schaffen. Das muss ich auch ehrlich sagen, weil mein Plan hat ja angefangen so im Dezember, weil mein Rücken so wehgetan hat, mein Knie so wehgetan hat, gar nichts mehr ging eigentlich. Und ich gedacht habe, ich könnte gar nicht mehr laufen. Dann hast du mir ja den Plan geschrieben, der ungefähr so ging, 2 Minuten Mittelfuß, 2 Minuten normal oder so, also Intervalle, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, habe angefangen, 2 Minuten Mittelfuß zu laufen, habe gemerkt, oh, ich kann ja noch, und dann bin ich halt so weitergelaufen, aber mein normaler
Dauerlauf, sage ich mal, ist um den 6er Schnitt, würde ich sagen. Und dann bin ich halt Mittelfuß einen 7er Schnitt gelaufen. Also der Puls war ganz, ganz, ganz niedrig, aber ich konnte gar nicht schneller, weil meine Sehnen und Muskeln einfach nicht daran gewöhnt waren. Da habe ich aber gesagt, okay, es ist mir egal, lieber ein Jahr verschwenden und langsam laufen, in Anführungsstrichen, als gar nicht mehr zu laufen. Und dann habe ich mich da auch gar nicht an irgendwelchen Zeiten oder so aufgehangen. Klar hast du mir in den Trainingsplan natürlich Empfehlungen reingeschrieben, aber ich habe das irgendwie ausgeblendet, habe gesagt, okay, erstmal Mittelfuß laufen, gucken, dass es klappt. Und wie du halt sagst, ich habe ja oft Barfußschuhe an, das habe ich natürlich schon gemerkt, dass da der Fuß vielleicht ein bisschen stärker gewesen ist. Aber ich merke das jetzt zum Beispiel noch, ne? Das ist jetzt ja, wo wir die Podcast-Aufnahme machen, sagen wir mal ein halbes Jahr rum. Es klappt gut, aber ich muss schon drüber nachdenken, noch gerade wenn ich so wie letzte Woche 25 Kilometer laufe, ne? So nach 15, 20 Kilometern, wenn der Körper eh ein bisschen müde ist, muss ich schon drüber nachdenken, hey, komm, Mittelfuß laufen, weil es schon schwer ist, nicht zurückzufallen. Und klar kann ich einen Marathon laufen, natürlich. Bin ja schon einige gelaufen und mache ja auch meine längeren Läufe. Und wenn ich jetzt gezielt darauf trainieren würde, wäre jetzt nicht das Problem. Aber ich würde es, glaube ich, jetzt aktuell noch nicht im Mittelfußlaufstil schaffen. Also was ich damit sagen will, man muss sich einfach ganz, ganz viel Zeit geben, ja, bis der Körper das wirklich schafft. So, und dann kommen wir zum nächsten Teil der Frage. Vielen Dank, Franzi, aus der Praxis einfach berichtet. Dann sagst du, ich habe mir Brooks, bisher habe ich Brooks mit sehr viel Sprengung für die neue Lauftechnik, neue Newtons. So, damit, das ist auch so typisch. Deswegen nochmal, Lara, vielen Dank für deine viel zu lange Frage, weil da stecken eigentlich ganz viele drin, aber die anderen Leute auch interessieren. Hey, es liegt nie an den Schuhen, sondern es liegt immer an der Überbelastung. Aber ein neuer Schuh, der fordert den Fuß auch möglicherweise komplett anders. Da kommt nicht nur der Laufstil zusammen, sondern nochmal, die Newton habe ich lange nicht mehr gesehen, aber wenn ich mich richtig erinnere, haben die dann auch noch so eine irgendwie, ich sage es jetzt mal für mich, weil ich es nicht anders beschreiben kann, eine seltsame Verstärkung im Vorfuß, damit man eben spürt, dass man auch tatsächlich da landet. Jedenfalls ist das ein anderer Schuh, ja, als viele andere. Und der Brooks mit sehr viel Sprengung, liebe Lara, damit habe ich auch angefangen zu laufen, damals vor 30 Jahren. Ja, ich habe von der Firma Brooks das Modell Beast und das war ein Schuh für Monsterläufer. Also ich habe gesagt, Quatsch, für Monsterläufer. Ich sage immer Monsterschuh für schwergewichtige Läufer, so ist es richtig. Den habe ich damals getragen und das war ein sehr stabiler Schuh und der verwöhnt die Füße im Sinne von, die werden total entlastet. Und wir wissen ja alle, alles, was entlastet wird, verkümmert so auch die Füße, die Muskeln, die Bänder, die Sehnen. Ja, also das ist sehr, sehr riskant. Und dann nimmst du so einen puristischen Schuh. Mach das nicht. Ja, bleibe bei den Schuhen, bei denen du gewohnt bist zu laufen, erstmal. Ja, egal welche das sind. Und dann machst du mit denen dieses Einführungsprogramm, was die Franzi gerade auch beschrieben hat. Und dieses Programm heißt, sich selber zurückzunehmen und dann mal 40, 50 Minuten wie ein Anfänger Intervalle zu machen, nur dass die Intervalle nicht schnell und langsam sind, sondern ein Wechsel ist von Mittelfußlaufen zu Fersenlaufen, zu Mittelfußlaufen zu Fersenlaufen. Und das sind so kleine Abschnitte, so wie es die 25-fache Marathonläuferin Franzi dann auch gemacht hat. So, und wie, Finn, kommst du an diesen Plan? Ich will das auch nochmal verlinken hier. Suche aber bei Laufcampus im Blog einfach nach den Stichwörtern Mittelfußlaufen oder Umstellung auf Mittelfußlaufen. Da habe ich ein Foto integriert aus einem Vortrag heraus und da sind genau diese Abschnitte. Und mach es nicht schneller, mach es nicht zügiger als dort empfohlen. Aber dieser Plan hat zum Ziel, dass du in 3 Monaten 40 bis 60 Minuten durchlaufen kannst als Mittelfußläuferin. Nicht einen Marathon. Ja, wahrscheinlich klappt es auch schon ein bisschen schneller. Also ich habe halt gedacht, oh Gott, 3 Monate, oh Gott. Aber einfach mal locker machen, also nicht so festlegen, weil man fängt an zu laufen, man merkt, man hat keine Schmerzen, das ist dann schon mal die Erlösung. Nee. Und der Rest, der kommt dann von ganz alleine. Also klar, wenn man sich an den Plan hält, wird das schon funktionieren. Aber mir war es damals einfach wichtig, hey, ich kann erstmal wieder laufen, ohne dass mir irgendwas wehtut. Perfekt. Nee. Und wenn das halt eben diese Intervalle sind, dann mache ich das halt eben so, ja. Und wenn es halt dann eben nur 40 Minuten sind und keine 400, dann ist das eben erstmal so. Aber es hat mir schon ein bisschen Druck genommen irgendwie. Und dann, ja, hatte ich auf einmal wieder Spaß am Laufen, keine Schmerzen und
man erfüllt dann eine Planung, man wird jeden Tag ein bisschen besser. Also Franzi, ich nochmal, du sagst, vielleicht geht's auch schneller. Ich verstehe, warum du das sagst, aber ich bin damit nicht so glücklich, weil bei dir ist es schneller gegangen. Darüber bin ich glücklich, aber das lag eben daran, dass du im Alltag eben deine Füße trainierst und forderst. Und die meisten tun das nicht. Die meisten tun das eben nicht. Deswegen hat es bei dir besser geklappt, weil du da im Alltag schon einiges mehr richtig machst, weil und die meisten machen es nicht. Und dann deswegen sage ich lieber mal, nehmt euch ein Vierteljahr vor. Und nochmal, dieses Vierteljahr im Zusammenhang gesehen mit den ganzen Laufjahren, die ihr noch vor euch habt, ist eigentlich nichts. Ja, und den Marathons, die wir noch laufen können, ist nichts. Also deswegen lieber nicht schneller machen als dacht. Nochmal, ich fasse es nochmal zusammen für diejenigen, die nur hören und wissen wollen, worum es geht. Es geht um zweimal Training in der Woche, ein ganz normales Training, also der ganz normale Dauerlauf der 40er, der 50er, der 60er, den man macht ohne Intervall, ohne zügigen Dauerlauf, ohne irgendeine Schlüsseleinheit, dass man den eben gestaltet in zum Beispiel 2 Minuten Mittelfuß, 3 Minuten Fersenlauf, 2 Minuten Mittelfuß, 3 Minuten Fersenlaufen und immer wieder abwechselt. Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber grundsätzlich ist es das Ziel, eher einen sehr, sehr machbaren, eher unterforderndes Programm zu geben. Und in der nächsten Woche das Gleiche zu wiederholen, nicht mehr zu machen. Und dann in der dritten Woche mache ich ein bisschen mehr, in der fünften Woche auch ein bisschen mehr, in der 7. Woche auch ein bisschen mehr, also ich wiederhole alles immer 2-mal und wenn man das so durchzieht, nach 12 Wochen kann man 40, 50 Minuten durchlaufen. Das ist wirklich meine Empfehlung, das so zu machen, weil ihr sucht ja alle andere Lösungen. Lara sagt zum Beispiel, okay, wenn dieses eine nicht klappt und das andere nicht klappt, dann packe ich einfach in diese Brooks oder in die Newtons auch nochmal Einlagen rein, weil das ist ja das Nächste in deiner Frage. Nein, mach das nicht. Also nicht unbedingt, wenn es der Arzt nicht sagt, da sind ganz klare orthopädische Gründe an deinen Füßen, die sind so weit von verschroben, ja, da hilft nur noch eine Einlage, dann mach das. Aber ich behaupte mal, ja, liebe Einlagen, Leute, sagt mir, wenn es nicht stimmt, aber 9 von 10 Einlagen helfen nicht so viel wie gesunder Menschenverstand und kräftige Fußmuskeln unterfordern und mal alles richtig machen. So, also macht das auch nicht. Also, Lara, aus meiner Empfehlung heraus, geht das Thema vernünftig an. Die Franzi hat irgendwann mal umgestellt, ich habe ein paar Jahre vorher umgestellt. Ich laufe sehr viele Kilometer. Ich habe mit dem Brooks Beast angefangen, mit den Stabilschuhen. Jetzt laufe ich eben 4000 Kilometer im Jahr ohne Schmerzen. Warum? Weil ich einen vernünftigen Laufstil habe. Das kannst du auch schaffen. Ja, aber bitte mach's vorsichtig. Mensch, Franzi, jetzt haben wir 20 Minuten über die Lara gesprochen. Wenn wir jetzt über jede Frage so lange antworten, sprechen, das geht ja gar nicht. Ne? Aber es war schon spannend. Nee. Deswegen wollte ich die auch unbedingt drin haben. Ja? Obwohl sie eigentlich zu lang ist. Also genau, aber die anderen Fragen sind jetzt ein bisschen kürzer und ich glaube, dass viele schon ein bisschen Input jetzt mitnehmen konnten, weil die wahrscheinlich ähnliche Probleme wie die Lara haben. Unbedingt. Marion hat auch noch was gefragt zum Mittelfußlaufen und zwar schreibt sie, dass sie halt gerade dabei ist, nach deinem Plan auf Mittelfuß umzustellen. Aha. So, und jetzt fragt sie sich, ob dieser auch bei den Lalas geeignet ist oder ob man da zu langsam für den Mittelfußlauf ist. Also es gibt kein Tempo, was zu langsam ist für das Mittelfußlaufen. Wenn du es mal, Marion heißt die, glaube ich, ganz extrem ausprobieren würdest. Ich mache das immer so bei meinen Laufseminaren. Übrigens, das nächste ist jetzt im August, ist das Marathonseminar. Und aber auch die Lauftechnik-Seminare, die wir in ganz Deutschland machen oder in Euskirchen hier, die Trainer-C-Ausbildung, könnt ihr gerne mal kommen. Da fangen wir manchmal das Laufen an in einem ganz langsamen Tempo aus der Fußgelenksarbeit heraus. Also Fußgelenksarbeit ist quasi die Basisübung aller Lauf-ABC-Übungen. Und wenn wir uns dann ganz langsam in Bewegung setzen, ganz, 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 ganz langsam, dann werden wir feststellen, wir können gar nicht auf der Ferse landen, sondern wir machen das automatisch weiter. Also das jetzt nur mal dazu, das Tempo spielt eine untergeordnete Rolle. Ich kann Mittelfuß laufen, egal ob ich zügig laufe oder langsam laufe, das geht.
Und war das eigentlich die Frage? Oder nein, die Frage ging ja, glaube ich, wenn ich mir das richtig notiert habe, um den langen Lauf. Nochmal. Ja, ob der Mittelfußlaufstil auch beim langen Lauf angewendet werden kann oder ob der lange Lauf quasi zu langsam ist. Nee, also der lange. Aber die Frage hast du ja eigentlich schon beantwortet. Genau. Du sollst schon immer durchziehen. Das Einzige ist, aber das baut ja ein bisschen auch darauf auf, was wir eben bei der Lara erzählt haben. Die Muskulatur ist vielleicht noch nicht so weit. Also wenn deine Muskulatur für 50 Minuten, auch du hast das ja eben gesagt, Franzi, ne, das braucht noch eine Zeit lang, die Umstellung hat schnell funktioniert, aber bei den langen Läufen kann es sein, dass du nochmal zurückfällst, weil eben es noch kein Gleichgewicht ist zwischen Fuß- und Wadenmuskulatur und dem Rest des Körpers. Also einfach machen. Und wenn man merkt, man wird müde, dann dann einfach wieder den alten Laufstil zulassen. Und wenn das Ziel ist, eben einen langen Lauf zu machen um die entsprechende Marathontraining durchzuziehen, dann ganz entspannt sein. Genau. Ja, weiter geht's mit dem Thema Atmung. Da haben uns auch ein paar Fragen erreicht. Und zwar hat Michael gefragt, was er als Läufer zum Thema Atmung wissen muss und ob ihm eine gezielte Atmung dabei helfen kann, ein besserer Läufer zu werden. Franzi, ist das echt so? Entschuldigung, ich sage jetzt den Kopf schütteln. Ja. Gibt es da echt immer mal wieder Fragen? Ich meine, du bündelst die ja immer, ne? Da kommen wirklich immer öfter Fragen. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, dass in Zeitschriften wie Läuft und Runner's World und wie sie alle heißen oder auch im Internet ständig auf dem Thema Atmung rumgeritten wird. So, ja, zwei Atemzüge einatmen, einen ausatmen und keine Ahnung was. Und deswegen habe ich gedacht, wir sprechen es einfach nochmal an, weil ich würde zum Thema Atmung sagen, einfach laufen und atmen. Ja. Weil das kann ich ja nicht steuern. Das ist ja genau wie mein Herzschlag, den kann ich ja auch nicht steuern. Also wenn ich Sauerstoff brauche, atme ich halt ein. Es gibt so ein paar Dinge, ne, die sind nur für die Medien, ne? Also tatsächlich gehört Atmung tatsächlich auch dazu. Nochmal, Michael, ich bin sehr dankbar für diese Frage. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal beantwortet. Genau. Und deswegen möchten wir die auch absolut ernst nehmen. Also ich selber mache sehr selten Meditation. Ich selber mache regelmäßig Yoga. Ja, und wenn ich nicht gerade Power-Yoga mache, sondern eben ein entspannendes Yoga, ich kenne jetzt die Yoga-Begriffe nicht dazu, dann tatsächlich nutze ich auch die Atmung, mich in eine entspannte Situation zu bringen. Und das funktioniert bei jedem, bei entspannten Körper funktioniert das tatsächlich. Man kann sich mehr entspannen und das führt dann in der Regel, wenn man das auch richtig macht, zu einem niedrigeren Ruhepuls und zu einer höheren Herzfrequenzvariabilität. Das sind gewünschte Situationen bei eben allen Entspannungsübungen. Ob Meditation oder Yoga, ist das super. Das hat nur mit dem Laufen nichts zu tun oder mit dem Radsport nichts zu tun, mit dem Schwimmen nichts zu tun und mit dem Inlineskaten auch nichts zu tun. Das ist kein entspannender Sport, sondern das ist, ich nenne es jetzt mal einfach mal Leistungssport. Also jetzt Leistung nicht im Sinne von Elite-Rennen, sondern wir wollen dann irgendwie was so schnell wie möglich oder so lang wie möglich unterwegs sein. Und dann wollen wir etwas nicht, wir wollen uns erstens nicht entspannen und wenn wir uns trotzdem versuchen, dann, und das habe ich leider Gottes, Michael, schon einige Male hier auch bei der Leistungsdiagnostik am Laufbahnstufentest tatsächlich messen können, dass Leute, die eben versucht haben, durch Atmung den Puls runterzubringen, weil sie denken, niedriger Puls ist ja super, das hat nicht geklappt, weil sie dadurch weniger Sauerstoff bekommen haben. Ganz im Gegenteil, dadurch musste das Herz viel mehr arbeiten, um den Körper mit Energie zu versorgen. Mach das nicht, sondern wie Franzi gerade schon gesagt hat, lass den Atem einfach freien Lauf. Höre nicht auf diejenigen, die da irgendeine Technologie haben oder dann noch ein Atemtechnik-Seminar verkaufen wollen. Spar dir den Quatsch, kauf dir lieber eine Runner's World oder eine Läuft oder gönn dir einen Kochkurs bei uns. Spaß beiseite. Ich möchte es auch noch erklären. Es gibt so ein paar Dinge, die will der Körper, dass wir nicht eingreifen. Warum will der das? Weil der Körper hat mehrere Nervensysteme und eines ist das willkürliche und das unwillkürliche Nervensystem.
Und das Willkürliche heißt, da steuern wir alle Vorgänge, wo wir reinwerken dürfen. Also wenn wir die Arme willentlich mehr einsetzen, können wir dadurch möglicherweise mit einer beweglichen Hüfte und mehr Kniehub, alles willentlich, einen dynamischeren Laufstil haben. Aber alle lebenswichtigen Vorgänge werden vom unwillkürlichen Nervensystem gesteuert, weil der Körper will, dass wir da nicht eingreifen. Ja, das Unwillkürliche sorgt dafür, wie die Atmung ist. Das Unwillkürliche sorgt dafür, wie oft das Herz schlägt. Das Unwillkürliche sorgt dafür, wie lange wir für die Verdauung brauchen und wann wird das Ganze jetzt weitergeleitet in den nächsten Trakt des Verdauungssystems. Wenn es noch nicht fertig ist, dann können wir nicht sagen, komm, oh, ich drücke jetzt mal kräftig mal mit leerem Bauch und Darm auf die Rennstrecke. Wäre natürlich schöner. Das haut nicht hin. Wenn es nicht abgeschlossen ist, wird das nicht funktionieren. So, also alle lebenswichtigen Vorgänge, so auch die Atmung, werden unwillkürlich gesteuert und dann sollten wir da auch im Sport nicht eingreifen. Wie gesagt, Entspannung beim Schlafen, auch da kann man sehr auf die Atmung achten. Bei Yoga und Meditation funktioniert das, beim Laufen bitte nicht. Michael, vielen Dank für diese wertvolle Frage. Ja, jetzt hat der Viktor gefragt, er hat gesagt, dass er beim Laufen Seitenstiche bekommt und was er falsch macht, fragt er. Und da habe ich natürlich gleich wieder dran gedacht, 2 Atemzüge ein Atemzug aus oder irgendwas, weil ich persönlich habe mit Seitenstichen jetzt nicht so oft Probleme. Entweder wenn man richtig viel vorher isst, dann hatte ich das einmal. Aber ansonsten, ja, falsche Atemtechnik, oder? Also, was würdest du sagen? Also ganz ehrlich, Franzi, du hast jetzt auch gerade gesehen, das haben die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht gesehen, wie ich die Mund aufgeblasen habe und dann habe ich gesagt, puh, was für eine Frage, weil die kann keiner beantworten. Also da sind sich noch nicht mal die Trainingswissenschaftler sicher, da sind sich die Sportwissenschaftler nicht sicher, da sind die Mediziner nicht sicher. Es ist nur etwas, ein Phänomen, das normalerweise, Viktor, alle erfahreneren Ausdauersportler oder 99% der erfahrenen Laufsportler haben das Problem nicht mehr. Also ich erinnere mich auch noch an die Seitenstiche. Ich bin, als Franzi gesagt hat, es kommt eine Frage zum Seitenstechen, da bin ich auch nochmal rumgegangen hier durch mein Büro. Da sind ja einige Läufer. Wie lange habt ihr keine Seitenstichen mehr? Boah, Jahre her. Ja, das ist wirklich eine Geschichte, die insbesondere Einsteigern, Anfängern ins Laufen, Ausdauersport oder Laufen insbesondere betrifft. Und da gibt es unterschiedliche Vermutungen. Ja? Also die eine Vermutung ist, dass es was mit dem Zwerchfell zu tun hat. Also das Zwerchfell ist ja der Atemmuskel. Ja? Und wenn der durch intensives Trainieren stark beansprucht wird, kann das zu Schmerzen führen. Dann natürlich das, was die Franzi gesagt hat, Atmung steht auch unter Verdacht, dass es die umliegenden Muskeln rund ums Zwerchfell zu stark belastet. Ja? Und nochmal all das, Zwerchfell ist Muskel, andere Muskeln rund um das Zwerchfell auch, das spricht irgendwie für dieses Phänomen, dass erfahrene Läufer das nicht mehr haben, weil die haben das ja dann irgendwann mal trainiert. Ja? Dann gibt es da noch die Idee der Durchblutungsstörung, ne? Dass also manche Organe möglicherweise nicht richtig durchblutet werden, weil der Körper gerade sportlich arbeiten muss. Manche sagen zu viel Essen oder falsche Körperhaltung. Ja, also zu viel Essen, also ich glaube, ein voller Bauch, der macht alles möglich, aber keine Seitenstichen. Aber falsche Körperhaltung, hey, das gibt es auch. Tatsächlich gibt es Stiche, die haben nichts mit diesen ominösen Seitenstichen zu tun, die sind einfach nur muskulär bedingt. Ja, also in diesem Sinne kann ich nur sagen, meine Empfehlung an dich, Atmung, sollte das ein Thema für dich sein, freien Lauf lassen, Tempo reduzieren, möglicherweise drückst du auch mal, wenn das dann aufkommt, in diese Stelle rein, massierst quasi, bringst so wie beim Triggerpunkt drücken, ja, einfach mal, hältst du mal einfach mal einen kräftigen Druck auf diese Stelle, das ist eine ganz gute Geschichte. Prüf natürlich, ob du eine vernünftige Lauftechnik hast und demnach auch eine vernünftige Körperhaltung. Schön aufrecht, schön locker, lächeln. Ja, mit dem Lächeln fängt es an. Franzi, lächeln wir beide, ne? Damit fängt es an, dass man den ganzen Körper entspannt und nicht verkrampft. Und dann wird das vielleicht gehen. Ich lade mal gerade, Franzi, ich gehe mal aus dem Bild raus und sorge mal für Strom bei meinem Laptop und bin jetzt wieder da. Ja,
Genau, also wenn ich Seitenstiche habe, was jetzt nicht so oft vorkommt, das überfällt mich ja dann auch nicht so zack, sondern ich merke ja dann, sagen wir mal, angenommen beim Wettkampf nach der Getränkestelle zum Beispiel, ne, merke ich so, oh, habe irgendwie dann, da denke ich habe ungleichmäßig oder schlecht geatmet, weil ich ja dann getrunken habe oder so, und dann merke ich so, oh, es könnte losgehen. Und dann ist schon mal die eine Sache, dass ich nicht denke, oh Gott, jetzt habe ich Seitenstechen, oh Gott, sondern ich denke eigentlich so, ja, okay, ist gleich wieder weg. Also ein bisschen runterspielen, ja, ist ja schon mal die eine Sache. Dann versuche ich mich wirklich aufzurichten, drücke dann auch so ein bisschen in die Stelle rein, wie du das beschrieben hast. Ja. Und ich versuche halt dann wirklich, also jetzt nicht so zwei Atemzüge ein und einen aus oder so, ich versuche schon so weiter zu atmen, wie ich das brauche. Versuche halt so tief einzuatmen und nicht so zu hecheln oder so, weil, sondern einfach versuche, mich zu entspannen sozusagen, ein bisschen locker zu machen, und dann geht es meistens auch weg. Also Viktor, vielleicht ist das für dich ja auch was, wenn du merkst, dass du Seitenstiche bekommst, versuche ein bisschen locker zu machen, aufzurichten, reindrücken, ruhig weiteratmen. Ja, auch wie du sagst, vielleicht das Tempo rausnehmen, ist im Wettkampf ein bisschen blöd, aber bevor ich dann gar nicht mehr kann, ja. Unbedingt, guter Tipp, genau, aus der Praxis. Also glücklicherweise, irgendwann hat man es nicht mehr. Genau, so, dann die nächste Frage. Anja schreibt, dass sie Anfang Mai ihren ersten Marathon gelaufen ist und jetzt im Herbst einen weiteren Marathon laufen möchte. Und jetzt fragt sie sich, wie sie effektiv zwischen zwei Marathon-Trainingsplänen trainieren soll, weil sie läuft viermal die Woche und hat halt ein bisschen Angst, dass sie die Form verliert, aber sich halt auch gleichzeitig überbelastet, wenn sie weiterhin Longruns über 30 Kilometer macht und Intervalltraining macht, etc. Gut, da würde ich jetzt die Trainingspläne für die Zwischensaison empfehlen. Vielen Dank, Franzi. Vielen Dank, Franzi. Frage und habe auch gleich drüber nachgedacht, ja, wie ich das damals gemacht habe. Ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, weil ich habe mich da irgendwie jetzt nicht so reingestresst. Ja. Ich bin halt, klar habe ich Longruns gemacht damals, ja, aber jetzt nicht so 36 Kilometer, dann vielleicht nochmal 25 bis 30 oder so. Ja. Intervalle habe ich auch gemacht damals, wenn ich mich richtig erinnert habe, aber halt kürzer, weil ich dann auch mal so ein Zehner gelaufen, ja, bin oder so. Ja, und wie macht man das jetzt richtig? Ach du, da war doch, eigentlich hätte ich dir jetzt weiter zuhören können, weil ich glaube, es gibt nur ein Falsch, in dem man dem Körper nicht irgendwann mal im Jahr mal eine Pause gönnt. Ja, also ob das jetzt schon zwischen Frühjahr und Herbst sein muss oder ob es der komplette Winter ist. Jedenfalls 12 Monate durchpowern, das haut nicht hin. Aber aus meiner Sicht mal 9 oder 10 Monate durchpowern kann schon richtig sein. Also ich komme nochmal auf deine Stichworte zurück, Franzi. Tatsächlich ist es so, genau für dieses Thema habe ich mal diese Trainingspläne für die Zwischensaison entwickelt. Und das Schöne ist, die sind nicht sehr teuer. Die gibt es eben als PDF-Download, 9,90 €, kann man sich mal gönnen. Und wenn man dann jetzt im Falle von Anja etwas ändert und macht die langen Läufe da einfach länger, eben, dann ist das schon mal eine Menge richtig. Also die Trainingspläne für die Zwischensaison haben mehrere Aspekte. Also erstmal das Training ein bisschen zu reduzieren. Das zweite ist, so den Druck rauszunehmen. Ja, so ein Trainingsplan, ja, ob 10 oder 14 oder 16 Wochen, wie die Trainingspläne in der App, die sind ja maximal 16 Wochen lang. Und das halte ich auch für die optimale Vorbereitungszeit für einen Marathon. Die erfordern natürlich von uns sehr viel Struktur und Einhalten von Zeiten und dann möglicherweise Finden von einer Bahn, wo man seine Intervalle machen kann und überlegen, wann mache ich den zügigen Dauerlauf. Also das ist jetzt für den Berufstätigen, so wie du eine bist, eine Berufstätige und ich, ja, ist das schon nicht immer so einfach. Und deswegen sind die Trainingspläne für die Zwischensaison so ein bisschen lockerer. Dann heißt mal eine Übung, lauf 200 Meter schnell und dann 200 Meter langsam. So, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber genau darum geht es, dass wir eben nicht sagen, lauf die 200 Meter in 48 Sekunden und man macht dann 60 Sekunden Gehpause oder so, sondern es gibt dann eben so ein paar Trainingsformen, die setzen Reize, so wie du ja auch gesagt hast, du hast ja ein bisschen was durchgezogen, ja, und das ist auch cool, so ein bisschen Intervalltraining zu machen, halte ich für sehr, sehr spannend, ja, aber muss es irgendwie 6x2 Kilometer im Halbmarathon oder 4x4 im Marathon? Nein. Irgendein Intervall, also, Spaß macht. Ich war immer froh,
wenn ich einfach mal den Kopf entspannen konnte und jetzt nicht weiß, ich muss 36 Kilometer joggen, sonst schaffe ich den Marathon nicht, ja. So ungefähr übertrieben gesagt, ja, sondern meiner Lust und Laune, eine Waldrunde, ach, 25 Kilometer, ja, ich habe Bock, ich hänge noch 2-3 dran, ach nee, ich habe keinen Bock, dann höre ich jetzt auf. Also halt, man hat ja Spaß am Laufen, läuft ja sowieso immer weiter, weil, ja. Oder wer hört denn direkt nach dem Marathon auf, wenn er im Herbst hat, den nächsten zu laufen? Ja, genau, also ich würde wirklich vorschlagen, so wie du es gesagt hast, die Intervalltrainings, mach die nach Lust und Laune. So. Und bei den langen Läufen, ja, gibt es zwei Dinge zu beachten. Denk dran, jeder lange Lauf, ja, und wir werden das in Zukunft noch ein bisschen weiter präzisieren. Franzi, wir sollten auf jeden Fall nochmal eine Folge über lange Läufe und mittellange Läufe nochmal machen, weil wir haben das weiter präzisiert und lange Läufe heißt 26 Kilometer und mehr. So, diese Läufe über 26 Kilometer und mehr, die sind natürlich das Entscheidende für den Marathon. Und je mehr du in der Vorbereitung machst, umso besser. Das heißt, wenn du möglicherweise in dieser Zwischensaison sagst, ich mache nur noch mittellange Läufe, MLALA genannt, dann achte eben darauf, dass die quasi aber schon an die Nähe kommen. Also alles über 20 ist dann schon ganz gut, weil dann ist dann irgendwie der Einstieg in die langen Läufe der Marathonvorbereitung nicht mehr so groß. Ja? Und wenn du sagst, ach, die langen Läufe ist eigentlich genau das, was mir sehr viel Spaß macht, dann zieh sie weiterhin durch, weil nochmal, jeder lange Lauf zahlt in das Marathonkonto ein. Und also da kannst du gerne was machen. Aber so den restlichen Quatsch, zügige Dauerläufe und so weiter, strenge Intervalle, kannst du ja ein bisschen reduzieren. Gut, jetzt fragt die Katrin, ob sie als Frau anders trainieren muss. Sie meint jetzt nicht das zyklusbasierte Training, sondern allgemein, weil Frauen ja andere körperliche Voraussetzungen haben als Männer. So, jetzt mal... Ja, trainiere klüger. Ja, Frauen, nein, ich habe das den Eindruck, dass Frauen manchmal irgendwie ein bisschen klüger sind, so in vielen Lebenslagen. Das ist ja auch das eigentliche Phänomen, warum Frauen länger leben. Das ist ja gar nicht die genetische Veranlagung. Das wurde inzwischen schon ermittelt, dass die genetische Unterschied zwischen Männern und Frauen eigentlich nur bei einem Jahr ist. Ja, und aber warum leben die Frauen länger? Weil sie einfach weniger falsch machen, mehr auf sich achten, mehr in verschiedenen Bereichen. Ja, also wer ist mehr, wer steht häufiger und länger um den Grill herum, wer trinkt mehr Bier, wer sagt, boah, geht schon noch, ne? So, das sind eher die Jungs. Das heißt, liebe Frauen, im Mittel gesehen halte ich euch für die clevereren, ja. Zumindest ja, bestätigt das zum Beispiel die Lebenserwartung. Also Katrin, als Frau musst du nicht anders trainieren. Alles, was du hörst über die Laufcampus-Methode im Marathon-Podcast, gilt für Jungs und für Mädels. Vielleicht ist es wirklich so, was heißt klüger? Nehmen wir die andere Frage von der Anja, die sagt, hier kann ich zwischen den zwei Marathons mal reduzieren, das Training, hat sie gefragt, ja, im Prinzip, und das ist eine clevere Frage, ja, das ist eine sehr clevere Frage, einfach aufs Körpergefühl zu achten, mal zu reduzieren, zu verstehen, dass Regeneration ein ganz wichtiger Trainingsbaustein ist, dass ich nicht nach einen Tag nach dem Intervall das nächste Intervall mache, weil wir ja wissen, Intervalle machen schnell, nein, schnell macht die Pause, weil in der Pause findet die Anpassung statt. Also es gibt keine organischen Gründe, warum Frauen anders trainieren sollte. Du hast das wichtige Thema zyklusbasiertes Training jetzt mal als Ansatz ausgeschlossen. Selbst da sind ja, sagen ja manche Mädels, die es betrifft, ja, mich betrifft es eben nicht so sehr. Und andere sagen, ja, genau so ist es. Aus meiner Sicht ist das eher ein Elite-Thema vor allen Dingen, weil die ja noch viel mehr ihren Körper fordern als der normale Hobbyläufer, der 3-4 Mal die Woche joggt. Also ich würde sagen, Katrin, sorgt dafür, dass ich recht habe, wenn ich behaupte, dass die Frauen manchmal ein bisschen cleverer sind, Entscheidungen zu treffen. Achte auf dein Körpergefühl und versuche, Überbelastung so gut wie möglich zu vermeiden. Genau, und mein privater Tipp ist, vergleiche dich nicht mit Männern, sondern mach einfach. Weil wenn eine Frau jetzt einen Marathon in 3,45 läuft und ein Mann, dann ist die Frau ja eigentlich eh viel besser, weil die muss ja mehr Kraft aufwenden und so weiter. Na, Andreas, da wirst du mir ja zustimmen. Absolut. Deswegen, also macht eigentlich gar keinen Sinn, sich mit irgendwelchen Männern zu vergleichen. Und
Höherer, ja, so viel dazu. Höherer, ne? Körperfettanteil, weniger Muskulatur, deswegen eigentlich schwächere Voraussetzungen. Aber viele Frauen haben ganz herausragende Leistungen gebracht. Und je länger die Wettbewerbe gehen, also wir reden jetzt in deutliche Ultradistanzen, dann ist dieses... ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Dann sind Frauen also auch gleich stark. Ne? Ja, jetzt fragt der Marc. Also es geht ums Thema Krafttraining. Er schreibt, dass er viel Krafttraining im Fitnessstudio macht und fragt sich jetzt, welche Schlüsseleinheiten er am ehesten weglassen könnte, wenn er schwer seine Beine tritt. Also wenn er jetzt Squats und Kniebeugen und Ausfallschritte etc. macht und halt super schwere Beine hat, was er halt am nächsten Tag dann am ehesten ausfallen lassen könnte. Ja. Aber vielleicht kann man die Frage auch verallgemeinern, weil ich meine, es gibt ja immer mal, dass man irgendwie vielleicht viel arbeiten muss oder irgendwas in dem Plan so nicht einhalten kann. Und welche Schlüsseleinheit kann man am ehesten weglassen? Ich glaube, das gilt für alle. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube schon, diese Frage von dem Markt, so wie sie gestellt wurde, betrifft viele. Ja, ich hab hier im Büro auch so einen, wie sie sich selber nennen, Hybrid-Sportler. Ja, ja, also ich finde, tatsächlich gibt es auch ein Buch, das habe ich, habe es aber nicht so intensiv gelesen. Ich glaube, da es steckt im Titel auch Hybrid-Sportler. Und da hat jemand sehr mit sehr viel Mühe und Akribie Trainingspläne und Philosophien aufgeschrieben. Wie gesagt, für mich war es zu viel Statistik. Also ich habe es jetzt nicht da, weil der auch das gesagt hat, komm, da müssen wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Wie kann man beides machen? Wie kann man eine Hypertrophie betreiben, also Muskelaufbau und aber auch gleichzeitig Konditionstraining und ein guter Athlet sein. Das ist echt schwierig, ja. Und um nicht zu sagen, so wenn man irgendwo drin richtig gut sein will, ist es auch nur sehr schwer zu vereinbaren. Deswegen nochmal, schauen wir uns einfach nur mal die Elite der Männer und Frauen an. Die sind dürr. Ja, so dürr, dass manche, ich sage es ganz bewusst, jetzt dumme Menschen dann auch deren Figuren im Internet kommentieren, dass ich, einmal. Boah, wie kann man nur so aussehen? Ja, und das sind so fiese, dumme Sprüche. Nochmal, wir reden hier über die deutsche Spitze, die Weltspitze oder Spitzenathleten einfach mal. Und die haben einfach eine entsprechende Voraussetzung in ihrem Körper. Diese Voraussetzung ist notwendig, sonst könnten sie ihre Spitze nicht erreichen. Ja, ja, beispielsweise Laura Hottenrott, die kannte ich schon vom Sehen, so bevor sie überhaupt ein Profisportler war. Da war sie noch nicht mal 20 Jahre alt und da war die auch schon so dünn wie jetzt, weil sie einfach so einen Körperbau hat. Die ist halt so. Ja. Und dann ist es natürlich fies, dann auch irgendwelche Kommentare zu schreiben. Bäh, wie siehst du denn aus? Du bist zu dünn und sowas. Das ist halt... Konstanze Klosterhalfen ist genauso ein Beispiel. Aber diese dummen Kommentare, die betreffen auch die Jungs, also auch Hendrik Pfeiffer. Aber der hat auch schon irgendwie etwas aber sehr schön gekontert. Ja, also weiß ich gar nicht, ich verliere jetzt ein bisschen was den Faden. Aber ja genau, mein Faden war der, wenn wir uns einfach mal die Elite anschauen. Und übrigens, ich bin Franzi und ich, wir sind wirklich dann auch in Anführungsstrichen Fans und Freunde von diesen Athleten, die wir gerade genannt haben. Ja, die müssen so aussehen, sonst wären sie nicht Deutsche oder sogar Weltspitze. Ja, es geht nicht anders. Das ist quasi deren Talent, das ist deren Voraussetzung. Ja, eine Laura oder eine Konstanze mit der Figur von Heidi Klump würden viele vielleicht schöner finden, aber dann könnte sie eben nicht so schnell laufen, ja, und dann, das geht einfach nicht. Oder erinnert ihr euch daran, wie hieß der Franzi, dieser Gewichtheber, der für Deutschland mal eine Goldmedaille geholt hat, Steiner ist der Nachname, erinnerst du dich? Ich kenne... Ja, aber wir haben ein Bild und der war einfach riesengroß und der war sehr schick, an der Größe hat er nichts verändert, aber der war einfach nur, ich glaube 140, 150 Kilo hat der gewogen und so weiter. Und ja, und der hatte eine Goldmedaille dann im Kraftsport erzielt. Und ohne diese Masse hätte der das auch nicht geschafft.
Ja, ich weiß nicht, ob der auch dann irgendwie so Hatersprüche bekommen hat. Auf jeden Fall sieht er jetzt wieder anders aus. Aber was ich jetzt eigentlich damit sagen wollte, ich fange ein bisschen an, Entschuldigung, Marc, mich zu verzetteln. Ich wollte nur sagen, Sport und Figur hängen sehr eng miteinander zusammen. Und wenn man ein richtig guter Marathonläufer sein möchte, möchte aber so eine Trainier haben, eine Figur haben, wie ein trainierter, ich sag jetzt mal Bodybuilder, und ich meine das jetzt einfach positiv, der einfach eben Menschen, die ihren Körper eben gestalten, das haut in der Regel nicht hin. So, das war erstmal das Reindenken in deine Frage. Dann möchte ich dich verweisen auf die Folge mit dem Professor Frohböse. Da habe ich mal eine Frage gestellt, hey, was ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für Krafttraining? Und seine Empfehlung war, mache Krafttraining, also Muskelaufbautraining, auch an den Tagen, wo du sonst noch intensiv trainierst, also natürlich irgendwie ein bisschen abgestimmt aufeinander. Und damit du auf keinen Fall den Fehler machst, den der Andreas gemacht hat, also ich, als ich damit experimentiert habe, dass ich quasi die Schlüsseleinheiten, nach denen du ja fragst, Marc, beibehalten habe, aber die Regenerationstage von Laufcampus eben durch Krafttraining ersetzt habe. Und das hat mich total ausgepowert und müde gemacht. Also insofern ist das eine ganz gute, gute Frage. Jetzt aber zur Antwort. Du fragst nochmal als Wiederholung nochmal, welche Schlüsseleinheiten könnte ich weglassen, wenn ich schwere Beine, wenn ich die Beine trainiere, ja, zum Beispiel durch Kniebeuge. Ja, also ich habe das so verstanden, ja, dass er, wenn er vom schweren Beintraining schwere Beine am nächsten Tag hat. Ja, also er macht heftiges, also ne, die Kraftsportler, die machen mal Beine. Der macht es nicht so, wie ich Beine, so ein bisschen rumhampeln, sondern ja, der zieht durch. Nee, und dann zieht er das tatsächlich durch, macht Kniebeuge, Split Squats, Ausfallschritte und so weiter. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, keine Ahnung. Zweitens, die Laufcampus-Methode hat drei Schlüsseleinheiten. Wir sprechen von einer Schlüsseleinheit, also wenn wir über den langen Lauf reden, über den zügigen Dauerlauf reden und wenn wir das über das Intervalltraining reden. Wir haben die Möglichkeit, drei, zwei oder eine Schlüsseleinheit zu machen. Empfohlen wird es 2 bis 3, aber wenn du noch zusätzliches Kraft- und Athletiktraining machst und kennst dieses Phänomen, dann würde ich vorschlagen, dann reduziere doch zumindest mal auf 2. Dann hast du schon mal es etwas einfacher, möglicherweise ein Beintraining reinzubringen. Und dann aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung heraus, und die ist nicht sehr groß, lieber Marc, ist, ich würde vorschlagen, kombiniere Krafttraining eher weniger mit den langen Läufen. Weil die langen Läufe, die dann, also je nachdem, was für ein Athlet du bist, die dann über 2 Stunden, 2,5 Stunden oder 3 Stunden dauern, die machen die Beine auch sehr müde. So, und wenn du schon mit müden Beinen in diese Läufe reingehst, ist das definitiv eine möglicherweise, also erstmal eine Mehrbelastung, und das Risiko einer Überbelastung ist da vielleicht höher, als wenn du eben das eher im Umfeld von Intervallen machst. Ja, also Marc, es ist nicht meine Spezialdisziplin. Ich sage dir mal mein Problem, Marc, ja, vielleicht hast du ja einen Tipp für mich. Ja, ich habe 2,5 Kilo zugenommen letztes Jahr im Muskelmasse im 4. Quartal, weil ich das Laufen reduziert habe und Krafttraining integriert habe, dann begleitet durch eben ein paar Dummheiten von mir, also Rippenbruch und Bruch der Elle und so weiter, habe ich dann im 1. Vierteljahr diesen Jahres das Krafttraining wieder gelassen, habe auch, weil ich eben Laufform verloren habe, das Laufen wieder minimiert. Das heißt, diese 2,5 Kilo Muskelmasse sind jetzt wieder flöten gegangen. Ja, so ein Scheiß, Marc. Ja, also es hat auch bei mir bis jetzt noch nicht geklappt, dass ich meine Wunschfigur und meine Wunschausdauer und Wunschathletik als Sportler, dass ich die erreicht habe. Ich muss mich für irgendetwas entscheiden, glaube ich. Und im Augenblick ist es so, dass ich sage, nächstes Jahr bin ich in der M60, da möchte ich fit sein, also muss ich mich bis dahin in Form bringen. Und da kann der Bizeps und der Brust und der Rücken und der Hintern noch ein bisschen warten. Ja, jetzt setze ich wieder aufs Laufen. Jetzt grinst genau, die Franzi. Also ich glaube, man muss da jetzt auch differenzieren, ob der Marc jetzt sagt, okay, ich möchte Marathon laufen und möchte ihn halt schaffen. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ja,
ich will Marathon um die 4 Stunden laufen und wenn nicht, ist mir eigentlich auch egal und ich will halt dabei sein und will Spaß haben oder ob man jetzt sagt, okay, Bestzeit angehen und so weiter. Ja. Das sind, glaube ich, 2 Unterschiede und ich denke, wenn er halt sagt, ja, ich will halt einfach laufen, die Zeit ist mir erstmal per se egal, dann kann man das, denke ich, schon ganz gut verbinden, aber sobald man wirklich dann irgendwie neue PB und so aufstellen will, könnte es schwierig werden. Aber wobei ich möglicherweise den Marc auch falsch verstanden habe. Ich habe die Frage gerade nochmal gelesen, bei ihm steht explizit Krafttraining drin und nicht Bodybuilding. Ich habe jetzt an Muskelaufbautraining gedacht und die Ausfallschritte oder die Kniebeuge und so weiter haben wir ja auch gehört in den 2 Podcasts auch mit dem Markus Wiegel, gehören zu wichtigen Übungen, die auch die Laufathletik natürlich verbessern und die haben jetzt nicht das primäre Ziel, ich korrigiere mich da gerade nochmal, des Bodybuildings, also sind zu integrieren, aber auch da gilt, weniger im Umfeld. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt an einem Samstag machen, wenn am Sonntag der lange Lauf ist und vielleicht auch nicht am Freitag, sondern eher am Donnerstag. Und dann, wenn du am Dienstag noch ein Tempotraining machst, bleiben wir nochmal bei meinem Beispiel und das war jetzt die Antwort, die du vielleicht wolltest. Dienstag möglicherweise Intervalltraining, Donnerstag möglicherweise dann dein Beintraining und am Sonntag der lange Lauf, das könnte funktionieren. Mann, habe ich aber lang gebraucht für diesen Tipp. Ne? Danke, Marc. Ja, jetzt fragt Ina, ob es sinnvoll ist, den ersten Marathon defensiver anzugehen als nach der Potenzialanalyse. I love it, Ina. Warum nicht? Vielen Dank. Warum nicht? Ja, hast du dir die Frage mit dem Steffen angehört? Wie heißt die eigentlich nochmal vom Moppel zum Marathonläufer? Glaube ich so ähnlich. Den habe ich 3-mal begleitet. Und tatsächlich immer trainiert auf das Ziel, was die Potenzialanalyse ergab. Und beim Rennen an sich sind wir von Anfang an immer, also ich habe ihn jetzt die ersten 3 Marathons auch begleitet, das war eine Sondergeschichte, aber deswegen hat das auch so gut geklappt, weil ich habe aufgepasst, dass er keinen Quatsch macht. Die meisten machen ja Quatsch und sagen, ah ja, ich geht doch schneller. Wir sind von Anfang an langsamer angegangen. Ja, also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Angenommen, jemand hat das Potenzial, weil die Zeiten habe ich im Kopf, 45 zu laufen, ne, für seinen ersten Marathon. Das wäre dann Marathon unter 4 Stunden. Und das ist natürlich so eine magische Grenze. Wenn man aber entspannt ist, Ina, ja, und ich habe ja heute schon mal ein Loblied auf die Frauen gehalten. Vielleicht sind die da ein bisschen entspannter. Und man sagt, ja, es ist der erste Marathon. Und allein deine Frage ist ja schon eine kluge. Ich reich doch, wenn ich einen 6er-Schnitt laufe, dann ist es 4:12. Ja, also allein dieser Gedanke ist schon ein sehr, sehr wertvoller. Trainier im Training auf die 45. Ich meine insbesondere die Intervalle und auf diese Zielzeit hin. Das Dauerlaufen machst du ja sowieso nach Puls idealerweise. Und wenn du dann auch noch so klug bist und sagst, es ist der erste Marathon, der ist zum Lernen, eigentlich ist der 3. der schnelle, dann machst du alles richtig. Also in meinem Beispiel, lauf doch 20, 30 Sekunden pro Kilometer, aber von Anfang an, ab dem ersten Kilometer langsamer als du könntest. 20 wäre jetzt mein Vorschlag, da fühlt man sich wohl und dann durchziehen. Und wenn du dann am Schluss denkst, war geil, ja, hätte schneller gegangen, dann haben wir alles richtig gemacht. Danke, Ina, mach das so. Die nächste Frage kommt von Jan. Er schreibt, wie fange ich nach einer 2-wöchigen Pause wieder mit den langen Läufen an? Wie vorher? Fragezeichen. Also ich habe das jetzt so interpretiert, dass er vielleicht erkältet war zum Beispiel. Jetzt geht es ihm wieder gut, er macht Marathontraining. Soll er dann gleich wieder 35 Kilometer joggen oder tun es vielleicht auch 20? Was meinst du? Ja, was ist denn eine 2-wöchige Pause? Was verstehst du denn da drin? Eine Pause nach einer Verletzung, Pause nach einer Erkältung, also, Pause nach einem Marathon? Ich habe das jetzt so interpretiert. Also ich meine, wenn der Marathon rum ist, ist ja erstmal egal. Da muss er ja nicht gleich schon wieder 35 Kilometer joggen oder so. Ich habe das jetzt so verstanden. Derjenige macht jetzt zum Beispiel gerade eine Marathonvorbereitung. Also er hat es jetzt aber nicht so geschrieben, sondern nur die Frage, so wie es da steht. Und ist vielleicht erkältet, jetzt hat nichts gemacht, jetzt ist er wieder fit und will wieder durchstarten. Mhm. So, und da ist ja das Problem, dass viele halt einfach dann den Plan weiter fortsetzen, ihm 2 Wochen fehlen.
weißt du, oder wenn du halt, sagen wir mal, irgendeine Achillessehnenreizung hattest oder irgendwie Wehchen, weißt du, dass die Leute halt dann sagen, oh Gott, ich muss ja den Plan weitermachen, habe schon 2 Wochen verloren, ich mache jetzt einfach mit der 3. Woche weiter und renne gleich wieder in die nächste Verletzung, oder aber er hat ja dann wahrscheinlich direkt ein Übertraining, wenn er den Plan wieder so weitermacht. Also in diesem Fall hätte ich mir von Jan einen Satz mehr gewünscht, also vielen Dank, kurz und präzise, aber so präzise auch noch nicht. Ich habe es nämlich etwas anders verstanden, also deswegen beantworten wir beides. Ja, perfekt. Weil du fragst nach einer 2-wöchigen Pause und langen Läufen. Und ich habe gedacht, und glaube ich, du, Franzi, auch nach einer Verletzung oder Erkältungspause. Aber dann betrifft das ja nicht nur die langen Läufe, sondern eigentlich alles. Also grundsätzlich, gehen wir mal davon aus, wäre eine Zwangspause, Jan. Ja? Auch wenn du den Kopf jetzt schüttelst, da musst du jetzt durch, beide Fragen werden beantwortet. Oder beide Annahmen werden beantwortet. Also angenommen, es wäre eine Zwangspause nach Erkältung oder Verletzung, dann empfehlen Franzi und ich ganz vorsichtig anzufangen. Eben mit 10 Minuten, mit 20 Minuten, mit 30 Minuten laufen. Ja, es ist nicht Laufcampus-Methode. Laufcampus-Methode heißt mindestens 40 Minuten, aber es hat eben den riesengroßen Vorteil. Angenommen, der Körper gibt dann irgendwann Signale und die gibt er erst am nächsten Tag, nicht sofort möglicherweise, dass das noch zu viel war, sind die Überbelastungssymptome, die ich nach einem vorsichtigen Wiedereinstieg habe, eben nach 10 Minuten, nach 20 Minuten, nach 30 Minuten, diese Schmerzen und die Überbelastung ist damit viel geringer, als wenn ich dann vor lauter Euphorie dann schon wieder mit einem Intervalltraining oder mit einem 30er angefangen hätte. Und weil man merkt das nicht sofort am Anfang, möglicherweise erst am nächsten, übernächsten Tag, wie die Verletzungen dann ihre Signale präsentieren. Und dann ist es einfach deutlich größer. Also mit Verstand anfangen und vorsichtig. Ich vermute aber, nochmal, deine Frage heißt, wie fange ich nach einer 2-wöchigen Pause mit den langen Läufen an? Also ich vermute, der Trainingsplan ist abgeschlossen und du sagst, ab wann soll ich den wichtigsten aller Läufe wieder machen, die wichtigste Einheit, der La-La oder der O-La-La oder der M-La-La, Quatsch, nee, wie heißt das? Nee, doch, den den O-La-La. Wann soll ich die langen Läufe wieder machen? So. Und das ist eben, kann ich dir sagen, nach Lust und Laune. Also wenn du Böcke hast, also bei mir ist das so, ich mache das ganze Jahr über, jeden Monat 2 bis 3 lange Läufe. Ja, und ich meine jetzt diese Läufe über 2,5 Stunden und mehr. Warum? Erstens, weil ich Böcke habe. Zweitens, ich bin Marathonsammler. Das heißt, ich mache die Marathons nicht so schnell und laufe die einfach, brauche dafür eine gute Grundfitness. Deswegen mache ich das 2 bis 3 Mal im Monat. Und wenn ich dann 1 bis 2 Mal im Jahr schnell laufe, ja, das nächste Mal habe ich es vor, in Köln schnell zu laufen, über die Halbmarathon-Distanz, dann profitiere ich natürlich von dieser Fitness. Also es spricht überhaupt nichts dagegen, das ganze Jahr über lange Läufe zu machen. Das heißt auch nach einer, jetzt komme ich darauf, 3-wöchigen Pause. So, du sprichst von einer 2-wöchigen Pause. Jan, es gibt glücklicherweise bei Laufcampus auch einen Marathon-Nachbereitungsplan. Und dieser Marathon-Nachbereitungsplan dauert 4 Wochen. Und auch dieser soll Fehler vermeiden helfen. Und das heißt zum Beispiel, dass wir in den ersten 2 Wochen keine Schlüsseleinheit machen, in der 3. dann den ersten zügigen Dauerlauf und die langen Läufe etwas länger machen. Also wenn der Marathon auf Bestzeit gelaufen ist, also nicht wie ich, wenn ich da so einen Sammelmarathon mache, dann empfehle ich den Marathon-Nachbereitungsplan und oder einfach noch, ich kann es auch euch beschreiben, ne, wenn ihr sagt, oh, das reicht mir, brauche ich keinen Plan für. Ne, also in der ersten Woche natürlich 2-3 Mal, aber nur joggen, so im LDL oder MDL. In der 2. ein bisschen mehr joggen, in der 3. Woche werden die lange Läufe etwas länger, auch ein zügiger Dauerlauf ist schon dabei. Und ab der 4. könnte man dann sogar auch wieder ein erstes kleines lockeres Intervalltraining machen und der lange Lauf etwas länger. Ja, also für die Sparfüchse, die sagen, das reicht mir, dann brauchen die sich keinen Plan holen. Ansonsten ist das nämlich eine ganz kluge Geschichte. Gibt es bei uns schon seit vielen Jahren. Ich weiß nicht, warum das kein anderer macht, weil da geschehen viele Fehler. Und ich glaube, wir sind fast am Schluss, aber wir haben auch noch eine Frage aus Wien und das freut mich immer wieder, wenn ich irgendwie nur Wien und Österreich höre und lese, weil wir haben da ja so viele treue Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich weiß noch nicht mehr, was fragt denn, glaube ich, eine Caro. Gelesen habe ich es noch nicht. Genau. Die Caro aus Wien schreibt, dass sie 42 Jahre alt ist und unter Wien den Marathon in 3:30 gelaufen ist.
Und sie hat nicht nach Laufcampus trainiert, sondern nach einem Plan aus dem Buch Advanced Marathoning von Pete Pfizer. Und ja, jetzt ist halt ihre Frage, also wenn sie jetzt Laufcampus, Runners World, etc., also deutschsprachige Pläne sozusagen, nimmt, dann wird bei den langen Läufen der Lauf so lang und niedrigpulsig wie möglich empfohlen. Bei dem Plan aus ihrem Buch war das aber so, dass derjenige gesagt hat, sie soll den langen Lauf nur 10-20% langsamer als ihr Marathon-Renntempo machen. So, und sie hat ja den Marathon auch geschafft, ist jetzt nicht in irgendeine Verletzung reingerannt. Und jetzt fragt sie sich halt natürlich, macht beides Sinn? Und wie kann man, also wenn sie jetzt nach einem anderen Plan trainieren würde, wie könnte sie dann die gleiche Leistung bringen? Da habe ich so gedacht, okay, es gibt ja auch Pläne wie Greif, der empfiehlt ja nicht so lang und niedrigpulsig wie möglich. Das ist ja auch jemand, der schneller empfiehlt quasi. Also ich denke, es gibt halt einfach verschiedene Ansätze und bei manchen passen die und bei manchen halt nicht, oder? Also ich glaube, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Also so lang und niedrigpulsig wie möglich, also so präzise formuliert es eigentlich hauptsächlich Laufcampus. Und die anderen deutschsprachigen Pläne, die machen ganz Vorgaben und unterscheiden nicht, wie ich in dem möglich. Aber nochmal, das ist gar nicht so entscheidend, aber vielleicht doch nochmal zur Erklärung. So lang und so niedrigpulsig wie möglich hat sehr viel mit der Fitness zu tun und mit dem aktuellen Stand. Und das heißt, dass ich die Erfahrung gemacht habe bei meinen Athleten und bei mir selber, dass ein langsamer Dauerlauf möglicherweise effektiver ist als ein mittlerer Dauerlauf. Und der mittlere Dauerlauf ist eben hochpulsiger als der lange Dauerlauf. Wenn ich aber noch am Anfang meiner Karriere bin, dann ist möglicherweise der langsame Dauerlauf für einen Athleten noch sehr, sehr schwer einzuhalten, weil es einfach, ja, man sich nicht so wohl fühlt und weil man denkt, wenn ich ein bisschen schneller laufe, dann fühle ich mich wohler, dann ist aber der Puls höher. Nun denn, also ich empfehle so lang und so niedrigpulsig wie möglich im Sinne von, kannst du MDL laufen, dann ist das in Ordnung. Und kannst du LDL laufen, ist das unter Umständen besser für dich. Und mach lieber ein LDL und mit einer Endbeschleunigung, dann ist das ein optimaler langer Lauf. Endbeschleunigung, hört euch die Folge gerne mal an über den Olala, beziehungsweise auch jetzt, wo ich das in einer der Folgen, wo wir die Trainingspläne vergleichen. So, aber ja. Was ist denn 10-20% langsamer als das angepeilte Marathonrenntempo? Also ich weiß nicht genau, wie man das ausrechnet. 10-20% langsamer. Aber ich würde sagen, mit diesen 20% komme ich ganz gut aus. Also wenn ich jetzt nochmal mir die Tempi der Laufcampus-Methode vorstelle. Ja, ich fange jetzt mal mit ganz schnell an. Ja. 1 Kilometer Renntempo ist das schnellste. Dann trainieren wir die Intervalle im 3er Renntempo. Danach trainieren wir, also wir werden immer langsamer, ne? Dann trainieren wir im 5er Renntempo, dann im 10er, dann im Halbmarathon und dann kommt das Marathon-Renntempo. Und das Marathon-Renntempo ist das langsamste Renntempo. Danach sind wir im Dauerlaufen. So. Was kommt nach dem Marathon-Renntempo? Dann kommt bei Laufcampus der zügige Dauerlauf und dieser zügige Dauerlauf ist mal ein Stündchen in Ordnung und da lief, und das ist, der macht ungefähr so eine Spanne von 30 Sekunden aus. Also angenommen, wir bleiben nochmal bei dem Beispiel hier aus dem Podcast von 5 Minuten 40 Marathon-Renntempo, dann wäre der zügige Dauerlauf ungefähr 5,40 bis 6,10. Wie viel Prozent ist das jetzt? So, und wenn wir aber jetzt sagen, den zügigen Dauerlauf, den nehmen wir nicht für die langen Läufe, aber den mittleren Dauerlauf, und der fängt ja dann irgendwie bei 6,10 an bis irgendwie 6,40, dann ist das in Ordnung. Besser wäre möglicherweise 6,40 bis 7,10, um dieses Beispiel nochmal zu nutzen für den langsamen Dauerlauf. Also ich glaube, mit diesen 10-20%, also nochmal, ich habe jetzt hier kein Excel und kann das nicht so einfach ausrechnen, von diesem Pete Pfizer, den ich nicht kenne, das ist gar nicht so verkehrt. Also das klingt einfach mal, als ob das jetzt nur zwei verschiedene Arten von etwas Ähnlichem ist. Also ja, ist auf jeden Fall deutlich ähnlicher, was diese eine
die eine Einheit betrifft als Peter Greif Trainingspläne in der Summe im Vergleich zu Laufcampus. Ja, also mit Peter Greif verbindet mich vor allen Dingen der optimale lange Lauf, dieser Endbeschleunigung, das ist richtig cool. In sich finde ich diese Trainingspläne etwas zu anspruchsvoll, zu hart, würde ich so nicht machen. Genau. Sind wir durch oder haben wir noch eine? Also eine kündige ich noch. Eine kündige ich noch. Genau, eine allerletzte Frage, weil die haben wir wirklich so noch nie gehabt und ich habe das so auch noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Ricardo schreibt, was kann ich machen, um Erbrechen nach einer intensiven Wettkampfbelastung zu vermeiden? Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh krass, so könnte ich mich gar nicht quälen, dass mir schlecht wird. Aber ich sehe es teilweise auch beim Marathon, so wenn ich dann im Ziel stehe und sagen wir mal so die 2:40 bis 3-Stunden-Läufer kommen, da übergeben sich halt auch manche mal kurz ein bisschen. Also ich glaube, der normale Mensch kann sich so gar nicht quälen, oder? Oder nur sehr wenige, sagen wir es mal so. Ja, aber vielleicht quält den normalen Menschen dann irgendwie etwas. Also ich. Vielleicht hat er zu viele Gels genommen oder ja. Also ich. Weiß man jetzt halt nicht so genau. Ne? Ricardo, ich habe da wenig Erfahrung mit, aber diese wenige Erfahrung, an die erinnere ich mich gut, weil das ist ziemlich lästig. Und bei mir war es so, und so höre ich das auch von anderen, wenigen anderen Athleten. In der Spitze hat man das manchmal auch so der Fall, dass das wirklich mit einem, mit falscher Nahrungsaufnahme zu tun hat. Also es gibt auch Menschen, die erbrechen sich, weil sie einfach nervös sind, wegen dem, also dass das Nervensystem sie quält. Dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Aber was ganz viele Menschen falsch machen, und der eine erbricht sich halt, die meisten gehen einfach in die Büsche aufs Dixi-Klo, weil sie einfach, weil es untenrum kommt, ist das einfach eine falsche Aufnahme. Entweder die falschen Sportlerprodukte oder zu viele Produkte oder schwer verdauliches. Ja, also wenn man bei einem Marathon irgendwie grüne Bananen gereicht bekommt, dann ist das zwar, ja, dann ist das üblich, weil diese so Ready-to-Eat-Bananen, die gibt es dann eher nicht für 40.000, 50.000 Teilnehmer. Wenn man dazu noch ein Gel nimmt, also dann, also diese grünen Bananen, die sind schwer verdaulich, ja, im Vergleich jetzt zu einem Gel oder zu einer Dattel, die leicht verdaulich ist. Wenn man dann auch noch eine Cola nimmt, dann noch möglicherweise ein isotonisches Getränk oder ein Sportlergetränk, das ist, in der Regel ist das eine Überforderung der Verdauungsorgane. Wenn du Lust hast, lieber Ricardo, wir haben meine Frau und ich ein schönes Buch geschrieben, das heißt Vitale Läuferküche. Da reden wir über Vollwerternährung für Läufer. Und da sind auch ein paar Rezepte drin und 80 Seiten, also die Rezepte sind von meiner Frau, die werden in der Regel gelesen, 40 Seiten, die 80 Seiten kluges Geschwätz, die sind von mir, so, wird immer überblättert, ja, aber da habe ich zum Beispiel auch den Verdauungsvorgang beschrieben. Und wenn man dann den mal durchgeht und sieht, dass Verdauung ein richtig großer, ein schwieriger Komplex ist, ja, also dass so wie viele Organe da beteiligt sind und dass das wirklich Stress ist. Und wenn man dann nur noch weiß, dass der Körper entweder Leistung erbringen will, ja, also Sport treiben will oder verdauen. Beides haut in der Regel nicht hin. Oder der will entweder schlafen oder verdauen. Beides haut in der Regel nicht so hin. Ja, also nochmal, Nahrungsaufnahme bei einer Wettkampfbelastung ist eine komplizierte Geschichte. Das muss man testen. Dann eher ein bisschen weniger nehmen, besser trainieren vielleicht noch. Wer besser trainiert, muss weniger Energie zuführen. Ja, und oder langsamer laufen, weil, sagen wir mal, Ultraläufer, die kommen definitiv nicht ohne Versorgung aus, aber die sind auch so langsam unterwegs, dass der Körper zum Beispiel auch diese Peristaltik besser verträgt, also dieses, ja, das Runterdrücken der Nahrung Richtung Ausgang, ja, Radfahrer, die können mehr essen, als wir Läufer es können, also die Triathleten, die nehmen also feste Sachen eher auf dem Rad auf sich zu, ja, also der Jonas Deichmann, mit dem wir geöffnet haben, jetzt kriegt er auch den Schlusssport, Schlussworte, ja, der futtert sogar Käsespätzle während auf dem Rad. Ne? Also, wer das nicht glaubt, muss sich die Videos mal anschauen. Hey, das haut dann hin, aber natürlich auch nicht eine Viertelstunde bevor er auf die Laufstrecke geht, weil dann habe ich da Riesenprobleme. Aber wenn man 6 Stunden unterwegs ist mit dem Rad, dann kann man eben auch in den ersten 2-3 Stunden irgendwie was feste Nahrung essen. Naja, auf jeden Fall, Ricardo, sehr wahrscheinlich, wenn es nicht irgendwie was mit dem Nervensystem zu, also mit dem, mit dem, ja, mit dem mentalen, mit dem, also mit dem
Nervensystem ist ja nicht nur die Birne, sondern das ist ja eigentlich alles. Also wenn es nicht irgendwie die Nervosität ist, das vielleicht, sondern dann ist es sehr wahrscheinlich die Verdauung und da einfach mal besser trainieren, da mehr richtig machen und einfach mal herausfinden, was für dich richtig ist. Ja, cool, Andreas. Vielen Dank für die Beantwortung deiner Fragen. Oh, das war ja mal wieder spannend, ne? Sehr spannend, ja. Okay, vielen Dank für die Fragen. Also Andreas, zum Abschluss habe ich doch noch eine Frage. Und zwar, wenn man jetzt in manchen Büchern oder Zeitschriften oder auch im Internet guckt, dann findet man ja verschiedene Marathon-Trainingspläne. Also manche dauern 10 Wochen, manche dauern 12 Wochen. Bei Laufcampus dauern sie in der Regel 16 Wochen. Wie funktioniert das Ganze denn? Man findet nicht nur 10 und 12 Wochen, das geht ja noch. Es gibt auch sowas wie 6 Wochen Durchhalteplan oder sowas. Ja, genau, stimmt. Ja, also so Fit for Fun und Kollegen machen sowas. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich habe gedacht, da irgendwie eine kommt doch noch. Ne? Genau. Ja, also wie kommen überhaupt die 10 oder 12 Wochen zustande? Die haben einfach ihre Ursache oder ihre Wurzeln in den alten Ratgebern. Ja, das heißt, früher gab es ja nicht das Netz und das Internet und Ewigkeiten lange Blogartikel, die man nur so scrollen konnte, sondern war eben die bevorzugte Quelle, sich zu informieren, eine Zeitschrift oder eben ein Buch. Und aus diesen Medien ist hervorgegangen, dass manche Ratgeber ihren Autoren den Auftrag gegeben haben, also bitte mach Trainingspläne. Auf der linken Seite können wir 5 Wochen hinbekommen und auf der rechten Seite kriegen wir auch 5 Wochen hin, also macht zusammen 10 Wochen. Und ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, die ersten Bücher, die ich gelesen habe vom Manfred Stefni, die hatten alle so 10 Wochen Trainingspläne. Als ich die ersten veröffentlichen durfte, dann bin ich auf die 12 Wochen gegangen, die auch so üblich waren, also sowohl in Büchern veröffentlicht habe, als auch über PDF-Dokumente, weil es eben so gelernt war. Heute weiß man aber, dass die optimale Vorbereitungszeit deutlich länger ist als 12 Wochen. 14, 15, 16 Wochen gilt eigentlich als ideal. Und diese Zeit, warum das so ist, also erstmal diese Zeit ist immer die finale Vorbereitung für den Marathon. Das heißt jetzt nicht, in 16 Wochen zum Marathon, ich kann jetzt ein Stündchen laufen, dann schaffe ich das. Oder auch für einen Halbmarathon gilt das Gleiche natürlich auch. Je länger man Zeit hat, umso besser. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt, weil ich mich korrigieren musste. Du hattest nach den Marathonläufen gefragt und nach den Marathon-Trainingsplänen, genau. Da gilt das. Und dann habe ich gesagt, von 60 Minuten auf Marathon, da reichen keine 16 Wochen. Von einer Stunde zum Halbmarathon kann aber reichen. Da musste ich mich jetzt gerade mal korrigieren. Wie funktioniert das bei uns? Wir haben ja die Laufcampus Web App und in dieser Laufcampus Web App sind inzwischen 260 Trainingspläne, standardisierte Trainingspläne, die allesamt ich geschrieben habe für die unterschiedlichsten Zeiten. Und wenn jemand den Weg über die Potenzialanalyse geht, also unter Trainingspläne klickt und sucht sich dann Marathon unter 4 Stunden raus oder irgendein anderes Zeitziel, sondern über die Potenzialanalyse geht, dann gucken wir, welcher Trainingsplan passt zu diesem Potenzial am besten. Und wenn das Potenzial 407 ist, ist das eben ein anderer Trainingsplan, der dann zugewiesen wird als eben der 4-Stunden-Trainingsplan. Das ist mal so das eine Potenzial. Das zweite, also der eine, der Umgang mit der Potenzialanalyse, das ist der eine Aspekt. So. Dann ist es so, dass diese Trainingspläne alle über 16 Wochen dauern, weil ich eben der Überzeugung bin, 16 Wochen ist eine optimale Vorbereitung für einen Halbmarathon und für den Marathon ist es sogar notwendig. Das heißt, wenn jemand 14 Wochen vor dem Marathon sich den Trainingsplan generieren lässt, dann bekommt er eben einen 14-Wochen-Trainingsplan.
Wenn ihr das 10 Wochen vor dem Marathon macht, dann bekommt ihr einen 10 Wochen Trainingsplan. Und wenn ihr das 7 Wochen vorher macht, kriegt ihr keinen Trainingsplan, weil ich stelle keine Trainingspläne zur Verfügung, wenn die Zeit einfach zu kurz ist, um wirklich etwas zu bewirken. Das heißt, die sind mindestens, erfordern die Trainingspläne eine 8-wöchige Vorbereitung. Idealerweise eine 16-wöchige Vorbereitung. So, das steckt eigentlich dahinter. Ist das die Beantwortung deiner Frage, Franzi? Ja. Ja? Ja. Ja. Okay, danke. So, ja, dann sind wir jetzt durch, Franzi? Genau. Dann sage ich mal vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer für die super vielen Fragen. Empfehlt uns gerne weiter. Vielleicht nochmal der Wunsch von mir persönlich, aber wir sprechen ja manchmal darüber, wir wollen jetzt nicht jedes Mal wieder sagen, folgt uns und gebt uns eine Rezension und so weiter. Trotzdem profitieren wir sehr stark davon, weil dann mit jeder Bewertung, mit jedem Folgen, also klicken auf dem Abonnement-Button, erreichen wir mehr Leute, weil dann irgendwie der Podcast noch sichtbarer wird, weil er eben aufgewertet wird und die Podcast-Betreiber, die nicht die Betreiber sind ja wir, aber die Podcatcher, die das veröffentlichen, die denken, hey, da folgen aber viele und die bewerten ja viele, dann muss das ja was Spannendes sein. Also vielen Dank für eure Bewertung und euer Folgen und bitte bleibt uns treu und erzählt es gerne weiter. Ja, vielen Dank dafür und macht's gut. Ciao. Der Marathon-Podcast. Franziska Dietz im Gespräch mit Andreas Butz. Du möchtest keinen weiteren Marathon-Tipp verpassen? Dann folge uns und aktiviere jetzt die Glocke.